Mein Name ist Matthias Müller. Ich bin Diplom-Ingenieur Maschinenbau und kümmere mich bei Stihl um die Neuentwicklungsprojekte von Schienen und Ketten. Stihl Führungsschienen zeichnet aus, dass wir es schaffen, je nach Kunden- und Kundinnen-Anwendergruppe ein gutes Verhältnis zwischen Leichtbau der Schiene zu Haltbarkeit und Steifigkeit zu erreichen. Hier in Deutschland produzieren wir sehr viele verschiedene Typen, was uns sehr hilft in der Nähe zur Entwicklung, weil die Schienenproduktion nur wenige Meter von der Entwicklung entfernt ist. Wenn wir eine neue Schiene entwickeln, dann machen wir uns Gedanken zum Konzept der Schiene. Im CAD werden Entwürfe gemacht, um dann Prototypen herstellen zu können, die wir testen. Diese Tests haben dann meistens mehrere Schleifen, wo man optimiert, um dann ganz am Ende eine weltweite Erprobung machen zu können und hoffentlich positive Rückmeldungen von den Kunden und Kundinnen zu bekommen. Die Biegeanschlussprüfung ist entstanden aus einem realen Anwendungsfall im Wald, nämlich wenn man mit der in Holz steckenden Schienenspitze an der Motorsäge hebelt, zum Beispiel beim Korrigieren der Schnittrichtung, wo die Schiene sich zwar verformen darf bei hoher Kraft, aber anschließend wieder in ihre ursprüngliche gerade Position zurückfedert. Der Kickback-Prüfstand ermöglicht es uns, das Gesamtsystem von Motorsäge, Schiene und Kette einzuschätzen hinsichtlich des Winkels, also wie stark dieser Rückschlag ist, und hilft uns zu gewährleisten, dass wir eine Schneidgarnitur-Sägenkombination machen, die maximale Sicherheit für den Kunden gewährleistet.